habe mich beworben bei FACC Anfang Jänner diesen Jahres, bin dann relativ schnell per E-Mail und auch telefonisch kontaktiert worden. Bei mir hat es dann 2 Vorstellungsgespräche gegeben. Die Bewerbung ist bei mir schon einige Jahre her. Ich war damals Mutter einer 2-jährigen Tochter, habe mich auf eine Vollzeitstelle beworben und habe dann die Chance bekommen, nachdem wir gemerkt haben im Gespräch, dass die Chemie stimmt, dass ich auch mit einem reduzierten Stundenausmaß von 30 Stunden diese Position übernehmen kann. Das war ein super Entgegenkommen von der Firma. Der Bewerbungsprozess beim FACC ist relativ einfach. Wenn man von der Schule die Möglichkeit kriegt, dass man schnuppern geht, dann kommt man zu uns 2 Tage. Wenn man nachher bei uns eine Lehre kriegt, dann startet eben das immer im August und wir suchen jedes Jahr zwischen 10 und 12 Lehrlinge. Das Bewerbungsgespräch selber lief sehr locker ab. Die Atmosphäre war toll. Ich habe die Firmen-Homepage quasi studiert. Ich habe mir Zeitungsberichte durchgelesen, was macht die FACC wirklich genau. Ganz wichtig beim Bewerbungsgespräch ist, ehrlich zu sein und authentisch. Also nichts einstudieren, Fragen stellen, die man hat. Mein Tipp für so ein Bewerbungsgespräch wäre, einfach authentisch zu sein und ja, kann nichts schief gehen. Die Lehrlinge fangen eben an mit einer Grundausbildung in der Lehrwerkstatt, wo sie die Grundfertigkeiten lernen. Dann kommen sie immer Stück für Stück in die Produktion und kommen auch wieder zurück. Und nach der Grundausbildung, wenn sie das gemacht haben, geht die Jobrotation los, wo es wirklich durch alle Werke, die wir haben, durchrotieren. Wenn bei uns Mitarbeiter starten, dann ist natürlich wichtig, dass sie sich zurechtfinden. Deshalb gibt es für jeden Mitarbeiter, der bei uns startet, einen Mentor. Plus auch ein Schulungsprogramm. Aktuell kann man bei uns 6 verschiedene Lehrberufe lernen. Angefangen von Konstruktion über Kunststofftechnik, Prozesstechnik, Zerspannungstechnik und eben 2 IT-Berufe, die was wir jedes Jahr suchen. Da FACC ein ziemlich großes Unternehmen ist, suchen wir eigentlich in alle Bereiche ständig neue Mitarbeiter. Im Einkauf haben wir sehr vielfältige Mitarbeiter. Wir nehmen natürlich sehr gerne erfahrene Mitarbeiter, freuen uns aber auch über jeden Quereinsteiger, der betriebswirtschaftliches Grundinteresse hat. Berufserfahrung ist wichtig, kann man aber aufholen mit genügend Spirit und Begeisterung. Und ein Studium ist natürlich immer ein Benefit, sei es jetzt ein Bachelor oder Master. Wenn man in der Produktion anfangen möchte, sollte man unbedingt handwerklich geschickt sein. Und wir nehmen ebenfalls auch Quereinsteiger. Wenn es ums Schnuppern geht oder ums Kennenlernen von den Berufen, ganz einfach, sobald ihr die Zettel kriegt von der Schule, dass ihr wohin geht, auf unsere Homepage geht, da stehen die Telefonnummer, die Ausbilder beißen nicht, einfach anrufen, dann macht euch alles aus, wenn ihr da sein müsst und dann schaut euch den Beruf an und werdet sehen, es wird euch Spaß machen.